Und weiter geht's mit FIFA 14 Ultimate Team. Und wir spielen einen, der eine ähnliche Ausstellung hat wie ich. Von Spielern her, hat auch Bayern-Logo, hat aus Bayern Hype-Trikot. Wir sind jetzt nicht die Roten, wir sind die Grünen. Nur zum Anmerkung. Philipp Lahm. Da hat jemand aber Geld ausgegeben. Und so viel Glück kann man nicht haben, so viele gleiche Spieler zu bekommen, also gute Spieler zu bekommen. Ich weiß es. FC Apollo Team. Müsste ein Deutscher sein. Mollisch, der Junge irgendwie oder so hieß der. Puh. Alter, wieso drücken die denn alle keinen X? Oder hängt da mal wieder FIFA hinterher? Der hat OI in Robben. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir verlieren. Oje, oje, oje. Und wenn ich überlege, dass Robben vorne irgendwo spielt, der spielt auch nur lange Bälle nach vorne, schätze ich mal, wird er spielen. Alter, was ist denn bei FIFA los, dass das nicht akzeptiert wird, das X vom Gegner? Wenn ich mir die drei vorne angucke, das ist nur auf Geschwindigkeit getrimmt. Sturridge ist schnell, Hazard ist schnell, Robben ist schnell. Da weiß ich aber, wenn ich mich einstellen muss auf lange Bälle. Und hinten halt die Abräumer Hummels und Mertesacker. Für mich macht ja nicht jeder wie ich das mache, die Trikotnummern echt. Ich mag es einfach, wenn die Trikotnummern eher passen zu den Spielern mit den Positionen. Ich kann keinen Stürmer mit der 3 auf dem Feld haben. Oder einer 2. Das mag ich einfach nicht. Das kommt mir irgendwie immer so falsch vor. Sung Wang Sha ist der Schiedsrichter. Wieder 2 Minuten länger, ey, die Folge als nötig. Es tut mir leid, dass es immer so unspannend ist, aber was soll ich machen, wenn FIFA da meint, nee. Danke. Wieso spielt Piszczek gerade auf der linken Seite? Kann mir das einer erklären? Oh, Mann! Hat Neuer die 2? Habe ich das richtig gesehen? Nee, die 12. Ich habe gerade jemanden gehört. War doch Neuer im Tor, oder? Mein Mikrofon rauschen gehört von der anderen Seite. Alter, meinte ich wohl. Danke. So, so. Mist. Oh fuck. Mist. Ich hab den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Stehen die gerade alle in meiner Hälfte? Wie hoch spielt denn der zum Teufel? Ja, Toni Kroos ist schneller als Shaqiri im Vollsprint, ist klar. Total logisch. Da steht Molch, der Junge. Keine Ahnung, was das bedeutet. Och, er kriegt die Pfoten dran, ey.
Ich habe eigentlich X gedrückt, nicht Ball annehmen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Torwart, danke. Oh. Wenn Robben da steht, ist es gefährlich. Dann weiß man, dass es gefährlich wird. Oh, das sollte der Ball doch gar nicht hin. Das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Oh, noch Freistoß. Gott sei Dank hat er eine Mauer geschossen. Wenn ich nicht gleich einen Ball habe, muss ich mal Pause drücken. Ich muss ganz kurz Pause drücken, weil mein Headset fast leer ist. Beziehungsweise meine Kopfhörer. So. Das musste gerade sein. So. Kabel richten. Das kann's weitergehen. Hui. Mist. Was sind denn das für Bälle? Einfach gnadenlos in die Mitte gepasst, obwohl ich eigentlich gezielt gepasst habe. Oder Bälle, die verspringen. Oh Gott. Und hinaus. Das ist abseits, aber sowas von. Oh Gott, das war klar, dass ich das Duell verliere. Ey, ganz ehrlich. Was soll ich denn da machen? Bei mir passen nie die Laufwege, aber beim Gegner passen die immer. Das finde ich immer das Merkwürdigste. Danke. Und Ausgleich. Thomas Müller, hey. Haha, im Gegenzug Ausgleich kassiert. Mist. Alter. Ich habe jetzt immer schon da Angst davor, Tore zu schießen. Mann. Abseits. Hat er gepfiffen. Verdammt. Och, und immer bekomme ich den falschen Spieler. Jetzt ist er schon wieder halb durch.
Sag ich doch, es ist nur auf Geschwindigkeit getrimmt und schnell nach vorne, mehr nicht. Och, was ist denn das für eine Verarsche? Ey, ganz ehrlich. FIFA, was soll denn der Mist? Und kein Abseits, ey. Ey, ganz ehrlich, Robben, wieso ist der denn nicht im Abseits gewesen, bitte? Der hatte ja 10 Meter Vorsprung. Das geht doch nicht, FIFA. So. Ich bringe einfach nochmal. Haha, stehst im Abseits. Das geht nicht, Alter, was sind denn das für Pässe? Und Laufwege, die gibt's nicht normalerweise. Alter. Och. Mann, 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 Mann. Ja, wieso legen die sich denn immer den Ball so weit vor? Da kann man ja keine Veränderung des Laufweges mehr vornehmen. Kein Abseits. Und Tor. Ich habe extra auf die Karte geguckt, ey. Aubameyang, ey. Schießt das Tor. Hui. Ich habe extra unten auf den Radar geguckt. Hab gesehen, das steht komplett frei und nicht im Abseits. Haha. Ja! Im richtigen Moment reingekrätscht. Leckt mich fett. Ja! Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt gerade freut, dass ich da im richtigen Moment reingekrätscht bin. Mann! Viel zu langer Vorteil schon wieder. Mann. Hui. Ah, schade. Ich war gerade einfach ruhig, weil ich gehofft habe. Oh, du Idiot.
So. Ah, schade. Danke. Oh. Fuck. Ich krieg einen Freistoß. Das ist eigentlich ein guter Freistoßschütze. Ja! Er ist trotzdem drin! Er ist trotzdem drin! Er ist trotzdem drin! Sehr schön. Hab ich ihm schön den Zahn gezogen, ey. So. Mann. So wunderschönes Freistoßtor von Lewandowski. Oh Mann. Na egal, gibt Abstoß und ich kann mir vorstellen, wie er passt. Okay, das hatte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Oh, scheiße. Mist. Scheiße. Mann. Da war es 4-1 auf den Füßen. Okay, er geht doch auf Nummer sicher und haut das Ding lang nach vorne. Ach, schade. Okay, ich habe ihm wirklich den Zahn gezogen, trotz seiner schnellen Spieler. Ah, egal. Die Partie ist gewonnen. Ach, er ist rausgegangen, hat keine Lust mehr gehabt. Hui. Kann ich mir nochmal Wiederholung angucken? Ich wollte den Freistoß gerne mal sehen. Ja. Der Torwart hätten gehabt, hätte er nicht Robben im Weg gestanden. Neuer hätten haben können. Behaupte ich mal. Hui. Habe gewonnen. Gewonnen gegen so einen. Das freut mich am meisten. Ach ja. Gegen das Apollo-Team. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.